Ja, Ole, die Malumba AG ist im 6. Jahr Hauptpartner der Frankfurter Sportgala. Warum wird diese Veranstaltung von Ihnen unterstützt? Ja, 6 Jahre, das ist auch schon wieder eine kleine Tradition. Die Frankfurter Sportler-Ehrung, und da ist die Sportgala ja ein Bestandteil, ist ein herausragendes Projekt der Stadt Frankfurt, um eben diese sportlichen Leistungen der Sportler und Sportlerinnen gebührend zu würdigen. Und wir als regionaler Energieversorger, eng verbunden mit der Stadt Frankfurt, haben uns dann auch dazu entschieden, auch die Sportgala als Veranstaltung mit zu fördern. Jetzt sehen wir hier natürlich schon ganz viel Licht, ganz viel Musik. Also hier fließt auf jeden Fall jede Menge Strom. Heißt das, die Unterstützung der Malumba AG ist, wir schicken mal ein paar Elektriker vorbei, oder wie genau müssen wir uns das vorstellen? Ja, in erster Linie sind wir für die zuverlässige Versorgung der Stadt, aber auch dann natürlich dieser Gebäude wie die Mainarkaden verantwortlich und zuständig. Der Elektriker wird, glaube ich, jetzt nicht aus unserem Hause gekommen sein, aber wenn das Essen nachher warm ist und das Licht den ganzen Abend anbleibt, die Musik nachher auch bis in die Morgenstunden laufen wird, ich glaube, dann können wir sehr zufrieden sein. Das heißt, die Frankfurter Strompreise, die schießen heute Nacht in die Höhe durch die Veranstaltung? Nein, die Preise nicht. Jetzt sind Sie ja Preispartner für die Kategorie Nachwuchssportler. Warum liegt Ihnen das Thema Nachwuchssport so sehr am Herzen? Also bei uns ist eine Tradition, dass wir insbesondere neben Breitensport und Spitzensport den Nachwuchs fördern. Der Nachwuchs ist unsere Zukunft und gerade der Sport lebt wichtige Werte vor. Und auch die Nachwuchssportler brauchen Vorbilder, die bekommen sie aus dem Spitzensport. Und wenn wir dann dazu beitragen können, dass die Strukturen in den Vereinen und auch mit Veranstaltungen unterstützt werden können, so oft, dass Nachwuchssportler ihren Sport treiben können, ein gesundes Leben, auch selber Vorbild zu sein, ich glaube, das ist so unser Beitrag, den wir auch leisten wollen. Wie neugierig sind Sie jetzt schon, wer es wird? Ich bin sehr neugierig, denn es gibt fantastische nominierte Sportler und Sportlerinnen. Es kann jeweils pro Kategorie nur einer werden, aber ich glaube, es werden die richtigen ausgewählt. Dann würde ich sagen, spannen wir Sie und auch Sie, liebe Gäste, nicht weiter auf die Folter. Das sind die Nachwuchssportler 2016. Wenn man so ein bisschen zurückblickt auf deinen Werdegang als Sportlerin, dann darf nicht unerwähnt bleiben, dass deine Eltern ursprünglich wollten, dass du Turnerin wirst. So, du hast aber lieber auf dem Bolzplatz mit den Jungs gekickt und hast dich da ziemlich gut angestellt. Du bist dann 2013 schon in die U15-Nationalmannschaft berufen worden und in diesem Jahr hat sie dann in der U17 den Europameistertitel geholt und war mit der U17-Nationalmannschaft auch bei den Weltmeisterschaften. Dazu erst einmal einen herzlichen Glückwunsch und einen riesen Applaus. Sind deine Eltern noch ein bisschen böse, dass du nicht turnen gegangen bist? Also ich denke nicht. Also wie man es jetzt sieht, unterstützen die mich, die fahren mich zu jedem Training, holen mich ab und ich denke, das ist sehr wichtig für mich, um da auch diesen Rückhalt zu spüren. Mhm. Und jetzt bist du ja in den ja, quasi Profibereich gewechselt. Also du bist jetzt beim ersten FFC Frankfurt seit dieser Saison. Ist das eine große Umstellung jetzt für dich gewesen? Ja, also bei den Jungs war es immer gut zu spielen. Also man musste sich immer durchsetzen. Ich musste eben meinen Platz erobern, sage ich mal. Und jetzt bei den Frauen ist es nochmal was anderes. Also es wird viel öfter trainiert, es ist professioneller und ich denke, es war genau der richtige Zeitpunkt, um diesen
Profifußball zu kommen. Jetzt wissen wir, dass der erste FFC Frankfurt ja eine riesen Erfolgsgeschichte vorzuweisen hatte in den vergangenen Jahren. Man hat aber auch gemerkt, jetzt in den letzten Jahren ist die Frauenbundesliga ein ganzes Stück attraktiver, stärker geworden. Und Frankfurt musste sich da richtig lang machen, um da den Anschluss nicht zu verpassen. Was hast du dir persönlich vorgenommen? Was sind deine Ziele in dieser Mannschaft? Ja, also ich habe mich erstmal versucht, in die Mannschaft zu integrieren. Ich denke, es ist gut gelungen und ich hoffe, dass ich noch mehr Spielzeiten bekomme und ich will einfach zeigen, was ich drauf habe, mit Spaß Fußball spielen und dann denke ich, dass ich noch meinen weiteren Weg gehen werde. Ja, also wenn du den weiterhin so erfolgreich bestreitest, wie bis jetzt die Karriere so nach oben zeigt, dann werden wir von dir wahrscheinlich noch ganz viel hören. Nachwuchssportlerin des Jahres 2016, Tanja Papolek. Hört sich auf jeden Fall spektakulär an. Also die Pendleton Roller Girls, vielen Dank. Äußern mal die Nachwuchssportler des Jahres. Alles Gute für die Leute. Denn sie zählte zum erweiterten Kader der Frauenfußball-Nationalmannschaft. Und deswegen möchten wir sie nochmal auf die Bühne bitten vom ersten FFC Frankfurt, Katrin Hendrich. Das heißt im Prinzip auch, du hast gar nicht im olympischen Dorf gewohnt, das heißt, für den Kondom hättest du jetzt gar nichts sagen können. Stimmt das? Nee, das stimmt nicht ganz. Nee? Also ich durfte schon ins olympische Dorf und bei uns war es ja so, dass das Fußballturnier erstmal außerhalb von Rio stattgefunden hat und ja, durch den Einzug ins Finale durften wir dann auch ins olympische Dorf einziehen und ja, habe ich dann ein paar Nächte da auch miterleben dürfen und auch Tage. Und ihr habt ja wahrscheinlich selbst dann eine ziemlich große Party gemacht nach dieser Goldmedaille. Das war ja auch für Silvia Neid noch dieser unfassbar schöne Abschluss als Bundestrainerin. Wie lange ging das dann mit der Feierei? Ja, ich glaube, wir waren um 6 Uhr morgens doch dann alle zu Hause. Okay. Weil 6 Uhr ist also fast, waren wir zum Frühstück wieder zu Hause. Ja. So, dann habe ich ja eben schon gesagt, 1. FFC Frankfurt, dein Heimatclub. Ich habe vorhin auch schon gesagt, da müsst ihr gerade ein bisschen kämpfen. Kriegt ihr die Kurve noch in dieser Saison? Oder wie ist das mit dem Abstand zu den anderen Mannschaften? Ja, also ich denke, die Saison ist immer noch sehr jung und wir mussten viele Leistungsträgerinnen abgeben, haben jetzt ja viele, vor allem junge Spielerinnen auch dazu bekommen, aber es sind alles Riesentalente und ja, klar ist, dass das ein bisschen Zeit braucht, aber ich denke, dass wir jetzt auch von Spiel zu Spiel uns immer weiterentwickeln und ich bin guter Dinge, dass wir da ja, in der Saison noch viele Punkte sammeln werden und dann schauen wir mal, was am Ende dabei rauskommt. Ja, wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn wir mal wieder einen Empfang mit euch machen als Champions League-Siegerin. Also gebt ein bisschen Gas, damit wir wieder was zu feiern haben. Ja, danke. Kathi, herzlichen Glückwunsch nochmal, danke für die Teilnahme in Rio und alles Gute weiterhin.